Heute besuchen wir das Übernachtungshaus Schanzenstern. Hallo. Hallo, willkommen, Gina, im Schanzenstern. Gut, dann komm mal mit, dann zeige ich dir, was hier alles zu schauen gibt. Mhm. Wie viele Zimmer habt ihr eigentlich? Wir haben 19 Zimmer, 50 Betten sind das, auf 3 Etagen verteilt. Dann habt ihr nur Mehrbettzimmer? Nee, wir haben auch Einzelzimmer und die zeige ich dir jetzt mal. Okay. Und wie gefällt dir das Zimmer? Ziemlich gut, aber wir sind hier doch ziemlich hoch. Ja, guck mal, ich zeig dir mal. Hier hast du aus dem 6. Stock sind wir hier. Da hast du einen Blick hier hinten zum Hafen. Kannst du mir auch Mehrbettzimmer zeigen? Das ist schwierig, weil die sind alle ausgebucht ziemlich gut. Aber wir können mal versuchen, einen Blick reinzuwerfen, damit du vielleicht mal siehst, wie das aussieht. Mhm. Guck mal. Da sind leider jetzt schon Gäste zum Teil drin, da sind 5 Bettzimmer und da sind ein paar Betten belegt, aber einen kleinen Blick können wir uns hier reinwerfen. Wie findest du das? Mhm. Ja. Und das ist hier der Frühstücksraum und hier gibt es dann ein Frühstücksbuffet, da können Leute dann frühstücken. Und das meiste davon ist auch Bio, weil das schmeckt dann noch leckerer. Und wenn es schön Wetter ist, dann kann man auch hier draußen im Garten sitzen und da sein Frühstück einnehmen. Warum kommen eigentlich deine Gäste zu dir? Naja, weil das halt hier besonders schön ist, weil die das toll finden und das Schanzenviertel und diese Atmosphäre und das kleine Haus. Und das mögen die Leute und es sind ganz viele Leute, die kommen, also verschiedene Leute. Zum Teil irgendwie kommen auch Kinder, es kommen Eltern, die vielleicht hier einen Zwischenstopp machen auf Urlaub oder vom Urlaub. Mhm. Gruppen im Herbst, im Winter irgendwie auch Schulklassen. Also ganz, ganz breit gestreut. Und wie gefällt dir unser Garten? Super, das hätte ich nicht gedacht im Schanzenviertel. Was ist denn so besonders an deinem Hotel? Also außer der tollen Lage ist halt der Preis das Besondere, weil wir sehr preisgünstig sind. Du kannst ab 19 Euro schon im Bett hier übernachten. Und was auch noch besonders ist, dass hier halt auch Leute herkommen können, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, weil wir auch zum Teil Zimmer haben, wo halt eben die im Rollstuhl hier reinkommen und eben auch die Bäder sind so ausgestattet, dass man eben auch, wenn man nicht gehen kann zum Beispiel, auch übernachten kann. Das zu dem Preis natürlich sehr selten. Und ihr habt auch noch ein Bio-Restaurant. Stimmt, das habe ich natürlich komplett vergessen. Und das ist, was natürlich hier besonders ist, weil wir hier natürlich als eines der ganz wenigen Bio-Restaurants sind, die hier in Hamburg gibt. So, Gina, und wie hat dir der Schanzenstern dir das gefallen? Deine Zimmer sind schön. Den Garten finde ich schön. Du bist super nett.